Ja, hallo und herzlich willkommen heute zum Replay mit der Conqueror, dem Tier 10 Schiff der Briten. Und die Lederbox hat das Ganze eingeschickt. Vielen Dank, Lederbox, dafür. Jetzt schauen wir mal, was die Lederbox hier so anstellen kann. Natürlich erstmal ein bisschen spulen, denn der Beginn ist wie immer unfassbar langweilig. So, aber da hinten geht es gleich rund und da ist die Zau und da schießt er mal direkt mal ordentlich mit HE drauf und wir sehen schon 10.500 Damage gemacht. Zwei Brände, die sofort wieder gelöscht worden sind. Denn, wie immer heißt es bei den britischen Schlachtschiffen, HE regelt. So, und die Zau, die dürft gleich das feststellen, wie hier geregelt werden kann. Jo. Und da ist schon geregelt worden. Der gegnerische Kreuzer zerstört. Das ist ein guter Anfang. Torpedos voraus. Die Gearing nicht weit weg. Ich schulde Ihnen was. Mit 13.500 Schaden und jo, läuft. Also, das war jetzt effektiv gesehen die dritte Salve, glaube ich. Lass mich jetzt nicht verzählt haben. Und zwei Kills. Wenn er so weitermacht, du, dann ist das gegnerische Team gleich ganz schnell weg. Zwei Brände. Das ist unangenehm. Die gegnerische Conqueror hat ihn dann nämlich auf dem Zettel. Da remangiert er sich. Er heilt sich aktuell nicht und löscht auch nicht. Der lässt da jetzt einfach mal das Feuer so ticken. Hat auf der gegnerischen Conqueror ebenfalls einen Brand angebracht. Und auch der tickt. So, jetzt halte hier gegen. Denn die britischen Schiffe, die haben eine abnormal gute Heilungsmöglichkeit. So, jetzt hat er aber den dritten Brand bekommen und das reicht ihm jetzt dann auch mal. Aber wir sehen, er ist schon wieder bei 70.000 Hitpoints back in the game. So, hier 7.100 Schaden gemacht, mal ausnahmsweise ohne Brand. Hatte erst 5 Brandherde angesteckt in der Runde. Was? Kein Brand? Das Schiff ist kaputt. Ersetzt es mal. Jo. Aber jetzt. Aktuell keinen Schaden, der dabei ihm tickt. Er muss jetzt natürlich nachlegen und jetzt probiert das mal ausnahmsweise auch ein bisschen mit AP. Und da sehen wir, ja, nur 7.000 Hitpoints. Das hätte er mit HE auch können. Also man sieht einfach, wie unfassbar stark HE da funktioniert. Ja, die kommen eigentlich nicht schlecht, aber so richtig krass rumsten tut es halt dann doch nicht. So, und das denkt er sich jetzt wahrscheinlich auch, deswegen denkt er sich, okay, jetzt habe ich es lang genug probiert, er hat es aber mal gut, wir machen mal HE weiter und zack, der Brand und zack, auch den gleichen Schaden. Das ist das ganz lustige. Moskau hat sofort gelöscht, denkt sich, oh nee, 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 ein Brand, den will ich hier nicht. So, jetzt ist er wieder am Brennen, aber gut, nur ein Brandherd. Aber er hat an der Moskau zwei machen können und zwei, das ist unangenehm, weil gerade hat sie wegen einem gelöscht und jetzt bekommt sie zwei. Und da kann er jetzt nicht mehr löschen. Da muss er jetzt einfach irgendwie durch. Und wir sehen, die Hitpoints, die werden jetzt dramatisch schnell weniger.
Conqueror? Was geht da so? Conqueror remongiert sich da, sein Brand ist weg. Conqueror brennt dafür ordentlich weiter. ...132.000 Damage und weiter tickend. Naja, wir sehen schon, also er ist da fleißig. Und auch jetzt wieder seine abnormale Heilungsmöglichkeit. Und schaut mal zwischenzeitlich, wie low er, also low war er nie, aber wie viel weniger er hatte und wie schnell halt auch diese Heilung vonstatten geht. Und schon hat er wieder 65.000. Das ist wirklich krass. Also für mich sind auch aktuell die Briten wirklich, ich will jetzt nicht sagen OP, weil OP ist immer so ein Begriff, der schnell verwendet wird, aber die sind schon mächtig böse. Die sind schon mächtig böse, also da ist abnormal, was die so mit der HE-Munition so machen können, ist pervers einfach. Conqueror, da drüben, da probiert er es nochmal mit AP. Die Neptun, 22 Kilometer, ist zwar eigentlich noch in Schussreichweite, aber sind natürlich verdammt weite Schüsse, die da auf den Weg gebracht werden wollen. Und da dachte er sich wahrscheinlich, ja, lass ich es mal. Wobei, im Nachhinein hätte er die ruhig mal rauszimmern können. Er hatte jetzt keine besseren Optionen gerade. Alle Stationen, Feuer auf das Ziel konzentrieren. Conqueror da hinten, weit entfernt, aber jetzt komm, hau mal ein paar raus, Junge. Jetzt ist ja mal gut hier. Ich weiß auch nicht, warum er wartet oder jetzt nicht schießt, weil in der Reichweite ist er und es gibt einfach gerade keine anderen Ziele. Also Granaten sparen schön und gut. Sind die auch teuer? Also kann man mal, aber warum jetzt nicht? Na also, geht doch. Mal schauen, wie die einschlagen. Oh, die kommen nicht schlecht für die Distanz. Hat er die gut gesetzt? Die schauen gut aus. Jo. Ja, 4000 und ein Brand. Nimmt mal mit. Unser Sieg ist in Monarch da drüben. Deutlich näher, deutlich schöner zu beschießen. Nur 8,5 Sekunden Flugzeit. Der andere Brand ist mittlerweile wieder gelöscht, aber da ist doch einiges machbar. Oh, 10.000. Jetzt wieder mit AP da am Umladen. Der ist aktuell gefühlt so ein bisschen unzufrieden mit seiner Granatenwahl bzw. mit seinen Gegnern. Am Ende der Runde kann ich euch jetzt schon mal spoilern, hat er 100.000 Schaden erhalten. Und die Runde dauert nicht mehr so lang. Also Wahnsinn einfach, diese Heilfähigkeit
Oh, die schauen gut aus. Die schauen gut aus auf die Neptun. Ja, endlich. Und wir sehen noch eine Zitadelle in der Runde. Auch das haben die Briten drauf. Fein. Endlich mal. Überfällig praktisch. Jetzt senkt er sich aber genug AP. Jetzt habe ich einen, jetzt habe ich gut getroffen. Ich will mein Glück nicht strapazieren. Wir bleiben wieder auf HE drauf. So, er brennt mal wieder. Aber wir sehen oben die Tickets laufen sehr gut. 24.000 Hitpoints. Zwei Zitadellen mit HE. Holy moly, sage ich da einfach nur. Die Runde ist so gut wie beendet. Eine sehr unaufgeregte Runde mit sehr viel Damage trotzdem. Und man sieht einfach, wie gut die Munition funktioniert. Wir sehen, wie viele Hitpoints er hat. Und wenn ihr am Ende den Endscreen seht, was er dabei an Schaden eben mit 100.000 erhalten hat. Wahnsinn. Einfach nur Wahnsinn. Für mich aktuell mit die stärksten Schiffe im Spiel. Eure Meinung ist gefragt. Bis zum nächsten Mal. Euer Alcaramba.